Willkommen aus Hamburg. Ich habe mir gerade den neuen Trailer zu Der dunkle Turm angeguckt und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig enttäuscht. Der Film galt gemeinhin als unverfilmbar und genau das sieht man dem Trailer absolut an. Also der geht irgendwie knapp 3 Minuten und das ist sein größtes Problem, denn eigentlich ist Idris Elba nur als grimmig dreinblickender Rumballerer zu sehen. Viel mehr bleibt irgendwie nicht hängen. Dann Matthew McConaughey, eigentlich ein wahnsinnig geiler Schauspieler, da sieht er aber aus wie eine schlechte Karikatur eines Unterweltenbösewichts. Also irgendwie so eine Mischung aus Mads Mikkelsen in Doctor Strange und diesem Todessern von Harry Potter. Und ja, das war's auch schon. Also viel zu lang, leider irgendwie. Bei mir letztendlich, ich habe da gar nichts gespürt, obwohl ich mich echt drauf gefreut habe. Jetzt ist die Frage, was denkt ihr? For thousands of generations, the gunslingers were knights. Sworn to protect us from the coming of the dark. These visions, as you call them. What do you see? I see a tower. The man in black. And the gunslinger. They're just dreams. They're not real, Jake. There's another world out there. I know there is. Who are you? It's you. You're a gunslinger, right? There are no gunslingers. Not anymore. Why does the man in black want to destroy the tower? The tower protects both our worlds. If it falls, hell will be unleashed. He's like the devil, isn't he? No, he's worse. You can't stop what's coming. Death always wins. Your world might be gone. But mine isn't. You let that tower fall, billions of people die. Do they have guns and bullets in your world? You're gonna like Earth a lot. All right, let's go. You clawing your way out of the darkness? Did you tell the kid whoever walks with you dies by my hand? I will kill him for both of us. Do not aim at my hand. He who aims with his hand has forgotten the face of his father. I aim with my eye. I do not shoot with my hand. I shoot with my mind. Jake! I do not kill with my gun. I kill with my heart.